Die Europäische Union hat die Angriffe der palästinensischen Hamas auf Israel verurteilt und ein sofortiges Ende der Gewalt gefordert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schreibt auf X, es handle sich um Terrorismus in seiner verabscheuungswürdigsten Form. Israel habe das Recht, sich zu verteidigen. EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilt den Terror und die Gewalt, die unschuldigen Bürgern angetan wurden. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron bekundet seine uneingeschränkte Solidarität mit den Opfern, ihren Familien und Angehörigen. Neben mehreren tausend Raketen auf israelische Ortschaften sollen bei dem Überraschungsangriff auch bewaffnete Palästinenser in Israel eingefallen sein. Das ukrainische Außenministerium unterstützt Israel in seinem Recht, sich und sein Volk zu verteidigen. Nach einem Gegenschlag Israels wurden aus dem Gazastreifen eine große Zahl von Toten und Verwundeten gemeldet, die mit Krankenwagen und Autos im Schifa-Krankenhaus eingetroffen sind.